So, herzlich willkommen zum nächsten Video und zwar an der Adventure Southside Messe in Friedrichshafen. Ich habe gebucht von Freitag bis Sonntag, war ein Angebot für 50 Euro und jetzt bin ich schon Donnerstagabend hier, es ist schon über 8 Uhr spät. Jetzt habe ich mich einfach ein bisschen außerhalb hingestellt und morgen früh kann ich direkt reinfahren. Jawohl, also dann. So, jetzt laufen wir schon mal da, ein bisschen gucken, was da so rum ist. Hunde sind schön an der Leine, wie es sich gehört, ausnahmsweise. Und da stehen ein paar Expeditionswohnmobile. Wir gucken einfach mal. He? Den kann man kaufen, wenn ihn da einer was sucht, hä? Ja. Ist das deine? Nee. Aber ich hab, darfst du mir ja gar nicht. Ja, hol mich der Geier ein Steier. Ein Steier. Klein, schön. Ah, der ist cool. Der ist so hoch wie lang. Vermutlich zweistöckig. Und wo wart ihr schon? Nördlich, Normandie, Skandinavien, England. Okay. Wir sind eher die Typen für den Norden. Da, wo es kalt ist? Ja, weil gegen Kälte kann man was tun, gegen Hitze nicht. Doch, kann man. Aber irgendwann ist Ende. Klimaanlage. Ja. So, da haben wir nochmal den Omnimog. Da könnt ihr alle technischen Daten rauslesen. Ja, kann man kaufen. Da noch ein paar kleinere Chips. Also ich bin dann gar nicht der Kenner, das muss ich gleich sagen. Das ist was Spezielles, das muss gleich aufs Video. He? Von Österreich. Erzähl mal, was ist das für ein Fahrzeug? Ein Buchpinzgauer, ja. Ein Pinzgauer? Ja. Die werden in Österreich hergestellt? Nicht mehr, leider. Oder ja. Wenn möglich noch Schweiz, nicht? Nichts mehr, ja. Schon weil die Schweizer Armee hat auch so Pinzgauer. Benziner, ja. Aber den hast du ein bisschen verändert, hä? Ja, der Aufbau ist was anderes, hä? Nein, nein, das ist original schon. Echt? Ja, aber der ist britisches Militär gewesen. Okay. Ja, und das ist, aber der hat schon die TDI-Maschine. Ja. Ja. Ansonsten, also wie gesagt, letzte Version 2005 ist der Baujahr. Okay, ja, noch nicht so alt. Nein, der ist in der zweiten. Und wo warst du schon mit ihm? Mit dem noch nicht so viel, über den zweiten am blauen, an 87er. Und da warst du schon? Ja, von Island bis Süden, alles. Bis Süden, Europa? Ja, Afrika. Okay, ja. Also Südafrika? Nein, Südafrika noch nicht, verschiffen habe ich noch nicht kennen, aber da habe ich noch keine Zeit. Ja, man kann auch runterfahren, also ja, konnte man. Das kannst du jetzt nicht mehr, politisch geht gar nichts mehr. Politisch ja, ist der absolute Horror, gell? Ja, geht nicht mehr viel. Nein, aber so was halt noch erreichbar ist. Und du bist Lackierer? Nein. Sogar die Kanister sind lackiert? Sicher, das gehört dazu. Okay, wusste ich nicht. Ja. Habe ich wieder was gelernt? Bei mir muss ich noch schon lange meine Felgen lackieren. Die sind immer noch verrostet, sonst ist alles top neu. Nein, das geht nicht. Wenn wir uns was gleich schauen. Ja. So, jetzt gehen wir mal in eine andere Ecke. Ja, noch viel hat es nicht da. Es hat zwei Parkplätze bis jetzt. Und ja, ein bisschen besetzt. Aber noch. Nicht allzu viele hier. Da haben wir was ganz Kleines, das ist glaube ich ein 3,5 Tonner. So, jetzt fahre ich auf das Messegelände. Es ist morgen 7:30 und die Leute sind schon hier. Und ich musste nur meinen QR-Code zeigen vom Ticket und das 3G-Zeug geschrumpft und geglaubt, wollten sie nicht sehen. Also alles gut. So, ich habe mein Plätzchen gefunden.
Und zwar hier ein bisschen ausgestellt, aber ich bin ja ein offener Mensch. Jetzt kommen da die Leute schon mit Maske. Idealer Platz, da kommt der nächste. Ja. Iveco, Schweizer, was denn sonst? Im Land der Zeppeline, Friedrichshafen, hä? ZF Getriebe habe ich ja auch drunter. Ja, Wahnsinn, was das für ein Lärm macht, also oberhalb von mir war du. So, jetzt bin ich in der Messe. Entschuldigung, die Tonschwierigkeiten, das ist wegen der Maske. Ich muss hier Maske tragen. Ja, jetzt gehen wir einfach mal durch. Und gucken uns das kurz an. Das ist ein Teil, das gefällt mir am besten. Oder der hier, klein. Hier kommt das beste Offroad-Fahrzeug. Oh nein, das ist ja ein Foodwagen. Ach du Scheiße, sind das große Räder, das sind ja meine gerade mickrig, du. 1x6x6 bitte. Tja, groß, lang. Ja, dann hätte mein auch hier stehen können. Aber eben, was nützt einem das, wenn man fast nicht mehr reisen kann? Mühsam. Super Fahrzeuge. Aber die Grenzen sind ja zu da, außerhalb dieses Kontinents fast. Ja, ja, die sind speziell. Der ultimative Anhänger. Wenn ein Anhänger, dann sowas. Aber mit was ziehe ich den? Das ist doch der schönste. Mir gefällt das. Das Nostalgische ist einfach eine andere Welt. Hier geht es zwar um Holzöfen, aber ich interessiere mich für dieses alte 710er Mercedes Modell. Ah, den kennen wir ja. Der Wolfgang. So, nächste Halle. Ich werde mal schauen, ob die auch mal irgendwo mehr von der Erde sehen. Diese tollen Fahrzeuge. Das ist ein komisches Teil. Ja? Aha, das kann man zusammenklappen. Kleine Kabinen mit sichtbarer Struktur. Aha, da ist er. Zudem wollte ich mal die Sandbleche angucken.
So, ich habe meine Sandbleche gefunden, die sind jetzt ein bisschen stärker. Und bei Sandleaders, die kommen von Ungarn und sind natürlich an jeder Offroad-Ausstellung, da kann man die direkt kaufen. Also, und ist wirklich gute Qualität, ich habe das gesehen, ihr seht hier, das ist jetzt ein verstärktes Rainforce. Und ja, zwei Stück. Also, mit dem geht's ab in die Wüste. So, nochmal ein Fahrzeug. Eher ein Familienfahrzeug. Ne? So, meine Sandbleche haben eine Transportmöglichkeit gefunden. Weil die sind 20 Kilo schwer, beide. Das ist mir zu viel, diesen Kilometer. Portus. Ah, der ist nur gekippt, um zu gucken. $288, Wahnsinn. Was hat dann meins wert, wenn das so viel Wert hat? So, das war's von der Einstellung, Ausstellung, nicht Einstellung. Meine Einstellung kennt ihr ja, oder fast. Ja, ich laufe jetzt wieder zurück oder mit dem Bike, weil meine Wölfe, die warten da auf mich. Wir müssen noch eine Tour machen und es ist jetzt 5 Uhr. Und ich gehe nur heute da rein, das reicht. Gut, wir sehen uns wieder. So, hier draußen steht noch eine. Hier seht ihr mal die Verwindung, was so ein Teil alles an Verwindung schafft. Das ist Wahnsinn. Hä? Gut, der Radstand ist auch nicht allzu kurz. Ja. So, die Isla ist verkauft an diese Lady. Die hat sich gerade entschlossen, den Hund mitzunehmen. Ich würde sofort. Sie kuschelt mit dem Hund, mit mir will sie nicht. Ja, Hunde sind doch viel besser. Menschen ja, ja. Die haben so ein schönes Fell. Es gibt noch andere mit großen Alkoven. So, das ist mein Plätzchen da. So, jetzt gucken wir noch ein paar Neuzugänge an. Ich fahre mit dem Rad, mit meinem quietschenden Rad. Wer da noch alles gekommen ist. Vom Tessin sogar. Noch ein paar Schmuckstücke. Die sollten eigentlich alle am Reisen sein. He? Das ist mal ein spezieller. LKW mit Alkoven sieht man selten, ist aber kein 4x4. Aber es lässt sich sicher gut darin leben. So, jetzt fahren wir hier durch noch. Man, hier sieht man viel mehr wieder an der Aufstellung. Was da an Fahrzeugen und Aufbauten es so gibt. Noch ein paar Militärjungs. Hallo, morgen! Ja. Ja, jetzt gehen wir noch mal schnell hier rüber, da war ich ganz am Anfang. Da haben wir noch was Schönes.
noch ein kleiner. Ein Vario. Also es ist Samstag, es hat sich so langsam gefüllt, den kennen wir schon. Hier mit Anhänger, den lässt man dann offenbar stehen. Jetzt scheint die Sonne entgegen, jetzt muss ich hier rüber. Ja. Hier sind noch ein paar ganz kleine, was das für einen ist, Bremach, kenne ich gar nicht, klein und fein, ein Iveco. He. Da hat es auch ein paar geile Fahrzeuge.
So, jetzt sind sie alle weg. Nur noch ich bin hier und zwei andere. Ja, so schnell kann es gehen. Der ganze Platz ist jetzt leer gefegt. Da hinten sind zwar noch ein paar Wohnwägen, aber die gehören nicht zum Camp. Ja, das war jetzt eindrücklich. War eine super Zeit hier, muss ich sagen. Und es war wahnsinnig, wie viele mich gekannt haben. Ich war echt überrascht und alle haben, ja, fast alle vermutlich haben mich begrüßt da. Und ja, ich freue mich immer wieder auch über Kontakte. Also ihr müsst nicht scheu sein, ihr dürft mich ansprechen. Ich bin derselbe im Video oder auch eben, wenn ihr mich trifft, so hoffe ich das jedenfalls. Ja, es wäre gut, wenn ihr alle einen Kommentar schreibt, die mich da gesehen haben oder Halle gesagt haben. Jetzt in diesem Video schreibt also einen Kommentar, damit ich ja einfach weiß, wer ihr da auch auf YouTube seid, mehr oder weniger. Und ja, danke vielmals, wart ihr dabei. Und ihr dürft natürlich auch das Ganze verlinken oder eben teilen. Und ja, damit da die Leute auf ganz viele verschiedene Arten der Expeditionswohnmobile und Camper aufmerksam gemacht werden. Ja, super, also dann schön bis zum nächsten Mal beim nächsten Video und wie immer Daumen hoch. Tschüss.